Langer Anlauf, viele Erfolge. Und jetzt doch eine Bauchlandung? Hört mir mit diesem Müll auf. Oliver Glasner wird Eintracht Frankfurt verlassen. Und das sagt ihr dazu. Glasner war der beste Trainer, den die Eintracht je hatte. Ihm die Schuld für all die Fehlentwicklungen der letzten Monate zu geben, ist einfach falsch. Großer Trainer, keine Frage. Zuletzt irgendwie hilflos, seine Dünnhäutig- und Schmallippigkeit nahm von Spiel zu Spiel zu. Bei Das Thema, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen, wollen wir herausfinden, was ist da eigentlich los bei der Eintracht? Trennung und das, obwohl Glasner große Erfolge mit der Mannschaft gefeiert hat, auch international. Alles zu den Hintergründen und wie es jetzt weitergeht, seht ihr in diesem Video. Was ist passiert? Von der Party mit den Fans nach dem Spiel gegen Stuttgart bis zum Fiasko auf der Pressekonferenz in Hoffenheim sind es gerade mal 3 Tage gewesen. Hört mir mit diesem Müll auf. Sorry. Will ich nichts mehr sagen. Ich weiß, was die Jungs hier leisten. Ja? Und dann akzeptiert es mal, dass ein Hoffenheimer Mannschaft gewinnen kann. Der Trainer stellt sich vor die Mannschaft. Der Ton? Okay, das geht auch besser. Also in der Mannschaft ist es so, dass Oliver Glasner durchaus viele, viele Fürsprecher hat. Es gibt viele in der Mannschaft, die sagen, klar, das ist ein emotionaler Typ, aber der tut uns auch ein Stück weit gut. Das Problem ist halt, und da gibt es gewisse Parallelen zu seiner Zeit beim VfL Wolfsburg, wo Oliver Glasner ja vorher für 2 Jahre war. Auch da ging es am Ende ein bisschen seltsam auseinander. Da gab es Spieler, die gesagt haben, er ist manchmal ein bisschen unberechenbar, ein bisschen unbeherrscht auch. Er hat seine Emotionen nicht immer zwingend so im Griff. Nach 10 Bundesligaspielen ohne Sieg ist Glasner wohl immer dünnhäutiger geworden, wie nach dem Spiel bei Union Berlin und in Leverkusen. Ich bin heute sehr vorsichtig, weil alles, was ich heute sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Und deswegen ist es besser, heute den Mund zu halten. Vielen Dank. Ich bin heute völlig entspannt. Lass mich heute nicht provozieren, war schon vorher beim Interview so. Nach der Niederlage in Hoffenheim spricht Oliver Glasner jedoch über pikante Interna. Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das 3. Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, der hat teilweise nach dem Spiel Blut im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Vorstandssprecher Axel Hellmann äußert nach der Niederlage gegen Hoffenheim deutliche Kritik am Trainer. Ich glaube, eins weiß Oliver Glasner selbst am besten, dass die Aktion nicht glücklich und geschickt war. Das passt in der Summe in ein Gesamtbild. Wir müssen schleunigst die Dinge begradigen. Ich habe noch nicht erlebt, dass man Spiele durch Undiszipliniertheiten gewonnen hat. Rote Karte auf dem Platz, Ruhm von den Rängen. Also Fakt ist, Oliver Glasner kann sich zum erfolgreichsten Trainer der Eintracht seit Ewigkeiten krönen. Mit 2 Titeln in 2 Jahren mit diesem DFB-Pokalfinale. Oliver Glasner hat der Eintracht den größten Triumph seit Ewigkeiten geschenkt mit dem Europapokalsieg im letzten Jahr. Das ist unbestritten, das wird auch immer so sein. Jetzt wird Glasner also gehen. Dass er die Adler noch ins DFB-Pokalfinale gecoacht hat, scheint egal. Die sieglosen Ligaspiele und wohl auch der Dauerclinch mit Sportvorstand Markus Krösche über die Besetzung des Kaders führen wohl zur Trennung. Die Sache ist halt die, dass Oliver Glasner permanent eine Art von Hilferuf abgesetzt hat mit seinen öffentlichen Äußerungen, weil er immer der Meinung war, den Kader, den er hingestellt bekommen hat von der sportlichen Leitung, der ist nicht so stark, wie er vom Rest der sportlichen Leitung angesehen wird. Und da gebe ich ihm teilweise tatsächlich auch recht. Zum Ende der Saison gehen die Eintracht und Glasner also getrennte Wege. Was sagen die Fans auf der Straße dazu? Also ich finde, er soll bleiben. Ich finde ihn nämlich super. Der hat nämlich das Herz am richtigen Fleck. Er hat ein unglückliches Bild abgegeben, aber auch Hellmann, muss ich sagen, mit der Aussage war nach dem Spiel doch auch sehr unglücklich gewesen. Ich finde, dass der Vorstand ganz viele Fehler gemacht hat, dass man zu wenig neue Spieler gekauft hat. Was sagst du zum Weggang von Trainer Oliver Glasner? Schreib es uns in die Kommentare. Glasner steht also nur noch bei den ausstehenden Bundesligaspielen und dem DFB-Pokal-Endspiel Anfang Juni in Berlin an der Außenlinie. Dieser Abend, dieses Wochenende in Berlin wird nochmal eine riesige Chance zu einer großartigen Versöhnung. Die Vorstellung, dass er jetzt nochmal mit so einem Pokal sich verabschieden kann aus Frankfurt, die löst in mir direkt großartige Emotionen aus. Und den Fans wird es ganz genauso gehen. Deswegen, ich glaube, die Chance ist groß, dass auch die Mannschaft, von der sich ja auch viele verabschieden werden mit diesem Spiel, mit diesem letzten Spiel, mit diesem Pokalfinale in Berlin, dass sich Mannschaft und Trainer nochmal für diese 90 Minuten plus X komplett fokussieren und sagen, das kriegen wir jetzt auch nochmal gewuppt. Dino Topmöller wird als möglicher Nachfolger von Glasner gehandelt. Und den könnten einige von euch kennen. Denn Topmöller hat auch mal für die Eintracht gespielt. Als Fußballer will man natürlich immer an die höchste
Spielklasse hinein und das ist für uns halt Bundesliga. Und jetzt könnte er also als Trainer wieder zurück nach Frankfurt kommen. Vorher ist er aber noch dran. Einen gebührenden Abschied mit einem Pokalsieg wünschen wir Oliver Glasner wohl alle. Du willst mehr News aus Hessen? Dann lass uns gern ein Abo da.